Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 4. Ein unaufhaltsamer Kampf, der finale Kampf in Abana. Vivi kämpfte darum, Ruhe zu bewahren, denn trotz ihrer Bemühungen startet der Bürgerkrieg. Die Crew trifft in Abana ein, um die Barockfirma zu besiegen und ihre Rolle als Unruhestifter ein Ende zu setzen. Uiuiui. Mit Zoro sind wir dieses Mal unterwegs. Sanji geht auch, aber mit Zoro waren wir noch gar nicht am Start, daher machen wir das jetzt. Okay. Ja, Mann. Richtige Einstellung. Ich finde das so cool, ey, dass die Strohbande ihre Nakamas immer unterstützt. Gestaltwandelnde Mistkerl. Sowas von Zorro, ey. Okay. Ah, okay. Richtig cool und schlau. Da ist er! Oh, dieser Typ ist auch mega cool. Das ist so cool, ey. Er kann original wie die anderen Charaktere aussehen. Er muss nur deren Gesichter einmal berühren. Der Typ ist so cool, ey. Ja, gefällt mir. Ist ja auch meine Idee. Yeah, Vivi und Nami, voll cool. Ey, das Spiel ist mega cool. Ich fühle mich die ganze Zeit so, als ob ich mir ein Anime reinziehen würde. Alles ob. Okay, alles klar, mit Zoro sind wir am Start. Bedingung Sieg. Gruppe Barockfirma vernichtet. Okay. Weiter. Erste Mission. Verpasste der Gruppe Barockfirma eine Abreibung. Okay, dann setzen wir die Segel. Oh, wie süß. Das ging schnell. Okay, Zoro. So, dann zeig uns mal, was du so drauf hast. Ich will erstmal kämpfen und dann können wir uns die Attackennamen anschauen. Wobei, das kann man auch jetzt machen. Kampfverlauf war das hier? Nee. Hier. Fähigkeiten ansehen. Spezialangriff ansehen. Combo-Angriffsliste. Ah, okay, alles klar. Löwenlied. 5x Y. X, eine Ladung, Hieb 360, Sinnesphönix. Zwei Ladungen. Boah. Ich will 1080 Sinnesphönix hinkriegen. X und drei Ladungen, okay, alles klar. So, dann wollen wir mal. Ey, schaut euch mal Zora an. Boah, heftig, geile Animation. Oh, ich finde das so genial. Mit jedem Charakter lässt es sich irgendwie anders spielen. Bisher war ich ja mit Sanji und Ruffy am Start. Und jetzt zum ersten Mal mit Zoro. Das checkt man sofort. Okay, ich muss Lysop helfen. Okay. Heftig, 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 heftig. Wie hoch kannst du springen? Sehr hoch. Oh, sehr, sehr gut. Okay, nice. So, die Karte. Oh, ich muss erstmal auf die Karte klarkommen. Wobei, ich frage mich gerade, ob ich ein bisschen üben sollte. Oh, heftig.
Heftig. Heftig. Richtig coole Moves, ey. Heftig, als ob er fliegen würde. Gut, dann gehe ich mal schnell zu Lysop. Ist das die richtige Richtung? Ich habe Orientierungsprobleme und nebenbei bin ich mit Zorro unterwegs. Ah, das ist eine sehr, sehr schlimme Kombination, ich sag's euch. Zwei Leute mit Orientierungsproblemen. Eieiei. Schöne Grüße auf jeden Fall. An diejenigen, die auf mich warten. Ah, ich muss nach hinten. Das fängt ja gut an hier. Ach so, hier. Okay, dann kümmere ich mich doch erstmal um die krassen Gegner. Dann habe ich auch meine Ruhe. Komm, Zorro, spring. Heftige Moves, ey. Der Typ ist einfach sick. Der ist einfach nur verrückt. Hammer, ey. Bam. Das war's so. Wo geht's jetzt? Hin? Hier. Hier, hier, hier. Genau, Zorro. Genau, Zorro. Da ist auch Sanji. Nice. Ach was. Gemeinsam mit Sanji. Ja, nice. Das war lustig. Boah, so viele Gegner hier, ey. Heftig, Zorro, heftig. Du bist wahnsinnig, weißt du das? Heftiger Typ, ey. Oh mein Gott. 1080 Sinnesphönix. Drei Ladungen. Ja, das dauert, glaube ich, noch. Okay, so, ich sollte mal Zorros Spezialattacken einsetzen. Einfach nur auf R drücken und dann irgendeinen Knopf bedienen. Dann geht das schon. Heftig, heftig, Erfolg, Erfolg. So. Oh, was hast du denn hier? Bist du heftig? Ja, du bist heftig. Wegen dem gelben Pfeil? Dann kümmere ich mich um dich. Wo bist du? Hey, komm her, Mann. Komm her, da bist du. Oh. Da hat jemand Schwindelanfälle. Ich kümmere mich kurz um diese Person. Jetzt kannst du schlafen gehen. Gute Nacht, ich weck dich morgen früh auf. Und dann geht's weiter. Bam, bam. Schnell, 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 Zorro. Boah. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Ich muss mich noch mit den Fähigkeiten auseinandersetzen. Bestimmt wird das noch später im weiteren Spielverlauf heftiger hier. Mit den Fähigkeiten, Attacken, etc. Was labert Krokodil? Okay, gut. Wo laufe ich jetzt hin? Ja, das sind nur kleine Fische. Um die muss ich mich nicht unbedingt kümmern. Hat schon am Anfang ausgereicht. Boah, auf der Karte geht's hier richtig ab, Mann. Ey, ich muss erstmal auf die Karte hier klarkommen. Ja, genau, richtige Richtung. Mach weiter, Zorro. Und jetzt? Ah, kann man da rüberspringen? Normal, Mann. Irgendwo hier ist was. Hä? Ich stecke in der Klemme. Das ist sowas von Zorro-like. Warte mal. Ey, ich muss auf diese Karte hier klarkommen. Was sind denn das hier welche? Die sehen voll komisch aus. Wie auf Punk Hazard. Diese Gasleute. Ah, da ist einer. Komm her, Mann, komm her, Mann. Oh, heftig. Wie schnell bist du, Zorro? Ey, Zorro ist mega heftig. Komm her, Mann. Zu heftig. Einfach nur zu heftig. Diese Moves, ey. Ja, alles klar, Sanji. Erobere das Territorium Wohngebiet Westen gemeinsam mit Lysop und hol dir die Krone, Stand der Krone. Westen. Nie ohne Seife waschen. Ah, okay, hier. Nee, das ist die falsche Richtung, da. Ich hoffe. Egal, egal, ich laufe einfach, vielleicht werde ich fündig. Ach, da ist ja Lysop. Wie cool ist das denn? Ich bin schon am richtigen Ort, nur ich hab's nicht gecheckt, Mann. Was wollt ihr alle, hä? Ich bin gerade aufgewacht, Mann. Ich bin nicht gut drauf, ey. Hm? Lysop. Okay, ich helfe dir, Kumpel. Ja, mit Lysop zu kämpfen macht auch Spaß. Der Sniper. Sehr gut, Lysop. Sehr, sehr gut. Oh, das wird aber bestimmt anstrengend, mit Lysop zu kämpfen später. Mit Nami ist das bestimmt cool. Wegen dem Stab. Richtig heftig. Ey, Lysop, Mann. Muss ich jetzt wirklich hier chillen? Hol dir die Kanone. Ach, die Kanone. Da steht Kanone und ich dachte Krone. Und wo ist die Kanone? Hat irgendein Gegner die Kanone oder was? Ernsthaft jetzt?
Heftig, heftig. Oh, Zorro, das war übertrieben. Moment mal. Ist da oben etwas? Heftig, wie hoch springst du, Junge? Mega cool. Sag mal, wo ist denn die Kanone jetzt? Hä? Ach, hier. Hier, hier. Nein. Oder doch hier? Besiegt. Ey, Lysop, finde bitte die Kanone. Ich weiß nicht, wo die ist. Oh, ich muss mich um Lysop kümmern. Hä? Oh, wunderschön. Okay, warte mal. Hier ist eine Sackgasse, oder? Okay. Wo ist Lysop? Lysop, wo bist du, Lysop? Oh, ich habe das Gebäude zerstört. Ich habe eiskalt das Gebäude zerstört. Ey, Lysop, du bist doch nicht besiegt, oder? Da bist du, Kumpel. Okay. Ey, sag mal, wo ist denn die Kanone? Auf der Karte ist so eine blaue Markierung. Aber wie komme ich denn da an? Oder muss ich hier ebenfalls etwas zerstören? Oh, die regen mich alle auf, Mann. Muss ich hier was kaputt machen? Heftig. So. Ey, das hört echt nicht auf mit denen. Die kommen immer wieder an, wie in der ersten Folge. Heftige Attacke, die ist so heftig. Ich könnte sie den ganzen Tag einsetzen. Oh, bam, Junge. Richtig bam in your face, ey. Das ist so heftig, Mann, wie sie wegfliegen. Okay, das reicht. Ey, Lysop, sorry, Kumpel, aber irgendwie finde ich die Kanone nicht. Oder hast du sie? Hm. Ey, das ist doch richtig bitter. Lysop, ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich komme hier gerade überhaupt nicht voran. Ich reg mich gerade voll auf. Boah. Ohrturm? Warte mal, das ist doch hier gewesen. In der Mitte. Weiter, 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 weiter. Und dann rechts, 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 rechts. Weiter, 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 rechts, rechts, rechts. Mist. Aber gut. Der Ansatz war schon mal richtig. Oh, was ist denn los hier? Mit der Kameraperspektive. Einkaufsviertel? Naja. Warte mal. Wo ist jetzt der Ohrturm? Oh, wie nice. 30 Sekunden? Oh, okay. Sowas wie ein Boost. Nice. Yeah. So, jetzt geht's ab, Mann. Ich bin richtig sauer. Bam. Wir haben jetzt keine Chance mehr. Ohrturm? Doch, das ist der Ohrturm. Den kann ich doch nicht zerstören, Junge. Hä? Das ist nicht der Ohrturm. Da ist keine Uhr. Da ist keine Uhr. Anführer ist im Platz vor dem Ohrturm. Ja, wo ist denn der? Ich muss den schnell finden. Hä, ich dachte, das ist der Ohrturm hier. Sanji ist hier, das ist schon mal gut. Wo wollt ihr denn hin? Ah, okay, okay, okay. Da geht's ab. Komm her, Mann. Komm her, Anführer. Oh, jetzt geht's los. Oh mein Gott, was für eine heftige Attacke. Der ist doch erledigt, oder? Oh, der ist aber richtig zäh. Willst du mich reinlegen? Oh ne, das ist ein neuer Anführer. Ich dachte schon. Weiter, weiter, weiter. Zorro. Wie er weggeflogen ist. Nochmal. Nochmal. Okay. Bisher seid ihr davon gekommen. Wie davon gekommen? Wir kämpfen uns die ganze Zeit hier durch. Was willst du denn, Tashigi? Tashigi! Aber ich will nicht gegen Tashigi kämpfen. Ja, natürlich. Was hat die denn für ein Schutzschild? Ich bitte dich. So, Tashigi, wo bist du? Ich muss dich angreifen. Tut mir leid. Yeah. Voller Adrenalin, Mann. Zurück, 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 zurück. Wo ist sie? Oh mein Gott, ey. Boah, dieses Spiel ist mega geil. Alleine schon die Attackenausführungen sind so entspannend, ey. Okay, jetzt springe ich die ganze Zeit rum wie ein verrückter Typ. Aber Zorro kann echt gut springen. So, ich sollte mal andere Attacken einsetzen. Oh, ich bin in der Luft geflogen?
Heftig, Zoro, bist du wahnsinnig? Was ist das denn für eine geile Attacke? Schaut euch die mal an, Leute. Ich springe und dann bin ich am Fliegen. Oh mein Gott, wie heftig. Zoro, du kannst fliegen. Sag mal, willst du mich reinlegen? Nicht, dass Ruffy neidisch wird. Quatsch, er freut sich. Mittlerweile kann er selbst fliegen. Das war zu heftig. Bevor ich das vergesse, ich will das nochmal üben. Jetzt geht's nicht mehr. Na egal. Brauch wieder Energie. Tashigi, wo bist du? Ich hab dich komplett vergessen, weil ich gerade von Zoros Fähigkeiten fasziniert war. Ja, da bist du. Okay, okay, I'm sorry. Kommt alle her, Mann. Kommt alle her. Komm, komm, komm. Keine Chance, ey. Was wollt ihr? Bam, bam. Da-dam, dam. Ja, sehr schön. Hey. Achso, ich sollte mich bewegen. Tashigi, sorry, dass ich dich jetzt angreife. Das ist überhaupt nicht Gentleman-like, aber was soll ich tun, ey? Ey, wo bist du? Oh mein Gott, pass auf, Tashigi greift gerade an. Ja, schön ausgewichen. Oh ne, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Oh, heftige Attacke, Mann, heftige Attacke. Oh, Zoro. Oh. Weiter, 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 weiter. Bam, Junge. Wo ist sie? Da ist sie. Oh, was für eine heftige Attacke, Tashigi. Die hat mich ja total umgehauen. Ups, das war zu heftig. Die Attacke war tatsächlich zu heftig. Die hat wehgetan beim Zuschauen. Komm, 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 nur noch ein bisschen. So. Jetzt. Da ist die Chance, Zoro, schnell. Dreh dich um, Zoro. Und Tashigi wurde besiegt. Okay, gut. Weiter geht's. Verpasse der Gruppe Barockfirma eine Abreibung. Mach ich doch schon die ganze Zeit, Mann. Viel zu viele von denen hier am Start. What Crocodile sie bloß her. Okay, da wurden gerade einige vergiftet. Da sollte ich lieber nicht hin. Was willst du denn, ey? Was guckst du mir so schief an? Guck Zoro nicht schief an. Okay, nice. Oh! Dieser Typ? Den mag ich. Okay, ich kümmere mich dann um den ersten Gegner. Wie hieß er nochmal? Mr. Bones? Ja, irgendwie so. Okay. Ja, 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 aber wo sind die jetzt? Hallo? Wo bin ich? Das ist eine viel wichtigere Frage. Genau, da bin ich. Die Nervensäge ist also zurück. Zoro ist so cool. Ja, wo ist denn jetzt die Nervensäge? Sanji rückt in Richtung Mr. Two vor. Ja, gut, gut. Ich will sowieso Mr. One. Mr. One, so hieß er. Wo ist der Kerl? Der versteckt sich, ne? Ich kenn ihn schon. Oder ich kann auch Sanji helfen. Ich meine, wir müssen die beiden sowieso platt machen. Wo ist Sanji? Mit Sanji? Ah, da ist er. Sehr schön. Komm jetzt. Bam. Sehr gut, Zoro. Dreh dich um, Zoro. Bam. Zoro ist verrückt jetzt. Zoro und Sanji, man denkt immer, dass sie sich nicht mögen, ne? Aber wenn sie sich einmal zusammentun, dann geht's richtig ab, Mann. Und wenn Ruffy noch dabei ist, oh mein Gott. Komm jetzt. Oh, mein Controller. Diese Geräusche. Ich schleppe sie. Hört ihr das auch, wie ich die ganze Zeit auf die Knöpfe drücke? Wieso gefallen mir diese Geräusche? Na gut, der eine mag Dingens ASMR oder sowas. Ich verplane das immer ASMR oder AMSR. Keine Ahnung. Irgendwas mit A und am Ende ein R. Ja, ich werde hier gerade vermöbelt. Oh! Ey, was ist, wenn ich komplett K.O. gehe? Und wo gibt es hier Fleisch? Ich sollte mal was essen. Oh! Oh, der ist fast hinüber. Lass doch die Bäume in Ruhe, Zoro. Jawohl. Oh, oh. Kick. Bam. So wie im Anime. Heftig, wie im Anime. Bam.
Hä? Der Nebeneffekt. Was, du atmest immer noch? Ein wahrer Gentleman. Aber ein stylischer Gentleman. Sanjay, so geil, der Kerl. Wir sind zwar Freunde, aber pass auf, ne? Bam! Wir wollen es ja nicht übertreiben.